bedeutet, glaube ich, Angst vor dem, vor Geistern oder sowas, also vor Phantasmen, also vor Illusionen und Erscheinungen. Ja, wir spielen eine Runde. Mit dabei sind vier gleich aussehende Frauen. Ich hoffe, das ändert sich gleich noch. Dabei ist die Phönixer. Hallo. Die Pseudonyma. Hallo. Der Uncut-Freak. Guten Tag. Und ich, der Hisho. Und wir gehen jetzt auf Geisterjagd. Ich muss noch mal kurz dazu sagen, wenn ihr aus dem Spiel, wenn ihr aus dem Spiel raustappt, dann hört man euch nicht mehr, wenn ihr reden wollt. Ach, das ist doof. Ja, okay, also wir starten die Geist... Wir gehen auf das Straßenhaus. Es ist Schwierigkeit Anfänger, empfohlene Teamgröße 2. Es ist ein zweistöckiges 6-Schlafzimmer-Haus mit einem super. Keller. Wir haben vor kurzem Informationen. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird totales Chaos. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Uncut um und sammeln so viele Beweise, wie sie können, um für das Geisterentfernungs- hat das Training, glaube ich, nicht weitere komplett gespielt. Infos bei der Ankunft. Los. Wenn man nicht trinken kann, dann schüttet man. Wenn man nicht trinken kann, dann schüttet man sich halt manchmal das Trinken in den Ausschnitt, ne? Das ist sehr gut. Ihr müsst bereit wählen. Bin am Weg. Rennen ist nicht immer die beste Option. Wichtig. Verstecken schon eher. Ich habe ganz viel von dem Spiel schon gesehen. Und ich freue mich da total drauf. Der Sachse versucht gerade die Einstellung auf die Kette zu kriegen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ist jemand rausgetappt? Nein. Nein. Das lädt bei mir ein bisschen. Steht's bei 90. Ja, das dauert ein bisschen. Das dauert 100 Jahre. Und, bei mir habe ich da vorhin in der Test, im Test gedacht, da hätte sich's aufgehangen, weil ich rausgetappt ich bin. Ich auch. Wir sprechen übrigens über Funk, wollte er sagen. Hört mich jemand? Ja, wir hören. Ich höre. Jetzt die Frage, hört ihr mich, wenn ich B spreche auch? B, hörst du mich, wenn ich B spreche? Ja. Ihr müsst auch sagen, wann ihr B und wann ihr V drückt. Also B ist Funk offensichtlich. B ist jetzt. Hört ihr mich, wenn ich B drücke? Ich drücke jetzt mal B. Gut, das ist dann der Funk. Das heißt, wenn wir B drücken, hört uns der Geist nicht. Wenn wir V drücken, hört er uns. Aber wieso hört sich der Uncut hört, wenn er B drückt? Er sich an, als würde er V drücken. Ich drücke jetzt B. B und ist der Funk. Und V. Das ist V wie V. Ja, okay. Ja, das wird auch lauter und leiser. Ja, dann ein herzliches Willkommen. Gut. Wir müssen einen Raum unter 10 Grad finden. Wir haben kein Thermometer, das bedeutet, wir müssen auf unseren Atem achten. Zeuge eines Geister-Events werden, kriegen wir, glaube ich, hin. Und wir müssen dreckiges Wasser in einem Waschbecken fotografieren. Der Geist heißt Donna Thomas. Okay, die erste... Du alte Schnecke. Donna, Junge, willst du mal... Ja, nee, und der Geist mag Leute, die allein sind. Also tschüss, Uncut. Ich würde die Kamera nehmen. Okay, also ich mach Folgendes, ich warte hier. Ich mach Fotos. Ich habe die andere Kamera. Hat jemand einen Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Okay, also denk dran, mit V hört er uns auch im Haus. Ich nehme mal das Geisterbuch gleich noch mit, oder? Okay. Ja, okay. Okay. Kann jemand hier mit der Taschenlampe mal leuchten? Ich bin doch schon da. Das. Ich sehe nichts. Ich hab Rotlicht. Oder ich kann die Witzflecken auf der Brille dann angucken. Ich glaube, damit kann man gut Fingerabdrücke sehen. Schließt derjenige den Schlüssel hat auf? Mama Öfter! Ja. Immer erst Licht anmachen, das ist wichtig. Aber nicht alle Lichter, weil dann fällt die Sicherung raus. Die ersten 5 Minuten passiert uns noch nichts. Ich suche mal ein Waschbecken. Sagt ihr mir, wo ich vielleicht irgendwas hinstellen kann? Aber wenn ich hier... Wo ist kalt? Wo ist kalt? Hier wo ist kalt? Kein Wasser. Ach so. Kein dreckiges Wasser.
hat jemand noch einen Bug gefunden? Wo seid ihr denn auf einmal? Oh Gott. Hier, bin hier. Oben ist, glaube ich. Irgendwo läuft auf jeden Fall was, glaube ich. Okay, ich komm mit. Du hast nämlich auch die Taschen auf. Hast du es gehört? Ja. Ich hab nichts gehört. Ich sehe nichts. Bleib bitte, wir. Ankat, lass uns in dieses Zimmer da reingehen. Da war kein dreckiges Wasser. Temperatur aber hier auch normal, ne? Ja. Was ist ein PC? Hier ist anormal Temperatur. Mach ich Türen wieder zu? Ah, rückwärts. Lass die Türen vielleicht besser offen. Falls wir wegrennen müssen, weißt du? Wegrennen? Der kann nicht rein, denn? Erstmal, Daddy. Das stimmt. Hat dir irgendjemand jetzt hier die Lichter ausgemacht? Ausrennen? Hat irgendjemand das Licht, die Lichter ausgemacht? Nee, ne? Nö. Nee. Wo seid ihr? Hier ist ein Schlüssel. Ist hier dreckiges Wasser? Nö. Warte. War das vielleicht der Schlüssel für den Keller? Tür war nämlich zu. Ach, man muss das Wasser anmachen. Der Geist macht es manchmal auch selber an. Der Geist reagiert sowieso bevorzugt auf Leute, die alleine unterwegs sind. Also bleiben wir zwei zusammen. Ja, ich hab deinen Hintern im Gesicht. Nee, eigentlich deinen Hinterkopf. Wir müssen nochmal in dem anderen. Wir hatten hier die Türen zugemacht. Weiß ich nicht. Wir müssen hier nochmal richten. Ja. Sieht auch sauber aus. Drumherum, aber es ist nicht die Kellertürschlüssel. Der Kellertierschlüssel. Du hast ein Kellertier gefunden. Hier ist auch nichts. Wo ist der denn? Unten sein. Ich fürchte, der kommt noch früh genug. Das glaube ich auch. Vielleicht, oder wir haben einen Bug, dass kein Geist da ist. Hier liegt ein Rasierer. Wir haben Rasierer Wie heißt der Geist eigentlich? Donna Thompson. Dagmar. Sollen wir mal fragen, ob sie da ist? Komm, geh raus. Mach. Donna, bist du da? Nicht über Funk, dann hört sie dich nicht. Macht sie übrigens aggressiv. Hier läuft irgendwo Wasser. Hier, bist du da? Kannst du ein Foto machen. Vom dreckigen Wasser. Perfekt. Donna, du alte Food, komm her! Ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich gehe. Du weißt ja nicht, hier, wo sie Wasser angemacht hat, oder? Nicht zwingend, die muss, also wahrscheinlich ist sie hier aber irgendwo in der Nähe. Wer macht denn hier immer das Licht aus? Ich habe die Kamera hier auf dem Tisch platziert. Das war ich geh mal raus und guck mal. Ich leg mal das Buch jetzt hier hin. Donna, schreib in das Buch. Ich habe noch einen Schlüssel gefunden hier übrigens. Macht sie nicht. Ja, lass. Gib ihr Zeit. Wir können ja mal auf die Kamera gucken. Hast du die Kamera aufgestellt? Ich glaube ja. Guck, wir hatten eine Aktivität. Aber es ist eine Kamera hier draußen. Hier, ne? Ah. Nee, du kriegst ab Punkte und extra Geld, wenn du den Geist fotografierst. Aha. Wo hast denn du die Kamera hingestellt? Gegenüber vom, praktisch gesehen, da hinten ist der Hauseingang. So, guck. Man sieht aber hier nur Tisch. Ja, ich hab's auf den Tisch gestellt. Ihr habt das dreckige Wasser schon. Ja. Finden Sie einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Ja, Thermometer brauchst du. Guck mal, was wir für eine Aktivität haben. Schön, ne? Hat irgendjemand den EMF mit? Ich nicht. Hast du mal geguckt? Bei
Überall, wo ich war, war nix. Leuchtet das Lämpchen? Ja. Geh mal links und dann rechts in diesen kleinen Raum rein. Ich guck auf die Aktivität. Ach nee, die nächste war's. Was? Was die nächste? Wollen wir mal im Keller gucken, ich hab da einen Schlüssel. Ich hab auch noch einen Schlüssel. Okay. Adler 1 4. Was willst du? Adler 1 4? Wie hoch? Hier ganz toll. Wie hoch? Auf 5? Rot. Ja, sehr gut, dann haben wir einen ersten Hinweis. Nur hier an dieser Stelle. Donner, schreib in das Buch. Mein Gott, pullst du die an? Auf null. Hast du das Buch woanders hingelegt? Ich hab's umplatziert. Ach so. Sag mal Bescheid, wenn ihr rausgeht, danke. Wie reagiert er nur auf alleine? Ich wollte jetzt alleine lassen, dass ich rauskomme. Die Kamera müsste umpositioniert werden auf den Raum, wo wir jetzt gerade drin waren. In welchem? Aber drückt mal J jetzt. Ich guck. Und dann könnt ihr ganz hinten Beweis schon mal das EMF Level 5 eingeben. Nee, es war bei 4. Okay. Ich denke, es war bei 5. Ich denke, es war rot. Es war rot. Dann ist EMF Ebene 5. Okay. Da, guck. 4. Doch nicht das EMF-Gerät vom Uncut. Das Ding hat das letzte Lämpchen geschleuchtet. Das ist nur die Aktivität, wie aggressiv er gerade ist. Aber EMF... Wieso reden wir hier eigentlich so? Das ist eine gute Frage. Das EMF zeigt nur an, wie aktiv... Also das hier, was du hier hast, zeigt halt, wie aggressiv er wird. Das EMF schlägt halt aus, das ist ein Hinweis. Oh, guck mal, da wurde jetzt... Kommt jetzt mit mir jemand, dann komm mal bitte mit die Kamera umplatzieren. Ja, ich komme. Jawohl. Wenn wir alle zusammengehen, passiert uns auch nichts. Vielleicht. Weil das ein Geist ist. Ich sehe einen Geist, da kommt eine Kamera. Sie hat ins Buch geschrieben. Ich hole die Kamera. Sie hat ins Buch geschrieben. Machst du ein Foto? Von dem Buch? Ja. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße! Die ist gerade durch mich durchgeflogen! Was war das? Fotografiert! Alle raus! Wieso drehst du so gehockt und hältst das Buch in die Höhe? Weil ich es kann. Nächster Hinweis, also okay. Buch. Und jetzt könnten wir theoretisch vielleicht sogar mit dem Foto noch extra Kohle gemacht haben. Was steht im Buch? Das ist das Satansvolk, da muss aufpassen hier so, ne? Die will uns töten. Also es ist entweder der Revenant, Shade oder Oni. Ich hab den Rockzipfel fotografiert. Gab's dafür Punkte? Ja, du hast Punkte für Foto vom Geist. Yay! Mit deinen Händen und dem Buch da drauf. So, der Oni, für den Oni bräuchten wir jetzt noch die Geisterbox. Da haben wir die Geisterbox. Zum Reden? Hat die jemand? Was ist denn die Geisterbox? Das Ding, womit du mit ihm sprechen kannst. Dann das antwortet nicht. Der Geist. Genau. Hat das? Ja, genau. Also aktivieren und mit ihm sprechen. Für den Shade bräuchten wir den Geisterorb, da müsste die Kamera besser platziert sein. Und ja, der Revenant. Der Revenant sind Fingerabdrücke. Hast du die Kamera jetzt bei dir? Lampe, ne? Wie mache ich das denn mit diesem komischen Sprechgerät? Einfach anmachen oder was? Anmachen und dann sagen, gib uns ein Zeichen, bist du da, bist du freundlich und dann... Geht das auch hier? Nein. Pseudonyma, was hast mit du? Mit V oder mit B dann? Ich hab die Kamera noch. Ja, ich hab auch eine Kamera, ich hab die Filmkamera. Mit V. Lass uns reingehen. Du musst die hinlegen, die Kamera, die Filmkamera. Ja, das würde ich jetzt. Machen. Gib uns ein Zeichen. War das das Klo oder war das die Küche? Da hinten links. Dann stelle ich hier auf die Herdplatte. Ja, ich hab's nicht angemacht. Guck mal, hier wo ich jetzt stehe, hat sie gerade ins Buch geschrieben.
Und hat jemand die Fingerabdruck-Taschenlampe? Nein, der Anker hatte die doch. Okay, du hast die Geisterbox. Also eins von beiden, rede mit ihr oder versuche, ob du Fingerabdrücke findest. Oder du gibst eins von beiden ab. Ich hab die Kamera jetzt dahingestellt. Bist du freundlich? Ja. Und wir können raus. Wir haben keine Fingerabdrücke, wir können raus. Raus mit allen, raus! Wir können sie natürlich jetzt auch noch so richtig lange triggern, bis sie einen von uns tötet. Vielleicht sollen wir das nächste Mal machen. So, jetzt ins Journal schreiben wieder, ne? Genau. Oh, falscher Knopf. Und das wäre jetzt der Revenant, oder was? Richtig. Einfach alle eintragen und dann können wir eigentlich gehen. Haben alle eingetragen in ihr Journal? Du kannst auch mit V reden. Haben alle eingetragen in ihr Journal? Jawohl. Also der Punkt ist der, dass wir die zwei oberen Aufgaben halt jetzt noch nicht erfüllt haben mit diesem Temperaturabstieg und Zeuge eines Geisterereignisses werden. Nee, wir haben auch das dritte noch nicht. Drei Stück nicht. Das erste haben wir, das zweite und das dritte haben wir nicht. Das erste haben wir ja, das ist ja das Entdecken, um welchen Geist es sich handelt. Das haben wir jetzt rausgefunden. Jetzt ist die Frage, sind wir geldgeil und wollen unbedingt mehr Kohle machen oder wollen wir abschließen? Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Ich weiß nicht, der Revenant ist doch sicherlich tödlich, oder? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hier schaut ein Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Ich gucke mal im Journal, was der Revenant, was den auszeichnet. Weil es gibt ja auch Geister, die einen umbringen und es gibt Geister, die einen besetzen. Die bringen dich alle um. Also, ein Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Gerüchten zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Stärken wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich langsam. Also, der ist attackierfreudig. Dann fahren wir aber nach Hause. Ist nicht, dass der um dich herumgelaufen ist, ein Event? Mm-mm. Also in dich rein? Der Punkt ist halt, es steht halt auch schon drin, dass er eigentlich nur auf Einzelpersonen reagiert. So richtig krass. Das heißt, solange wir dann noch. Möchte jemand sterben? Wir opfern den Nisho. Wenn derjenige alles hier lässt, ne? Wir verlieren doch auch nichts, oder? Wir verlieren generell nichts. Sanity-mäßig wäre es tatsächlich der Nisho mit seinen 93%, 94%. Ja, könnte mir jemand ganz kurz sagen, wie die Dame nochmal hieß? Steht doch da. Donna Thomas. Donner Thomas! Donner Thomas! Donner Thomas! Donner Thomas! Hey! Wo ist denn... Ach, wir haben nur die eine Kamera. Die andere haben wir wieder mit. Ich hab ganz laut Donner Thomas... Aktivität ist erst bei 1. Alles gut, die ist entspannt. Hey, du Donner! Donner, Donner, Donner! Donner Thomas! Du solltest Donner vielleicht in den Raum gehen, wo sie ist. Mann. Ach so. Du bist ja nicht in dem Raum, wo sie ist. Frau Thomas, jetzt links. Ich bin gekommen, um mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Miete nicht bezahlt. Sag Frau nur, Thomas. Du funkst, du musst normal reden. Im Funk hört sie dich Donner nicht. Donner Thomas! Hallo, ich funke nicht. Frau Thomas! Donner Doch, Thomas! Du funkst! Aktivität auf 0. Also hier haben wir Aktivität Ebene 2. Donner Thomas! Und das Licht flackert da hinten. Donner Thomas? Donner Thomas, bist du da? Haben Sie mich gehört, Frau Thomas? Guck mal. Hier ist ja auch noch ein Raum. Aktivität steigt. Ja, Aktivität ist bei mir hier in der Toilette, wo wir eben auch schon mal waren.
Ja. 4. Und die generelle Gesamtaktivität ist bei 3 jetzt wieder runter auf 0. Warte, Frau Thomas? Frau Thomas, sind Sie da? Wir sind gekommen, um Ihnen Donner? Die Gelder abzunehmen. Oh, die Kellertür geht auf. Donner, sollen wir in den Keller kommen? Ich glaube nicht, Tim. Wir brauchen mal Licht. Ja. Hier gibt's keine Taschenuhr. Der Punkt ist der, dass sie hier ist und nirgendwo hier, anders. Hallo, die ist hallo, nicht im Keller. Hier. Donner, bist du da? Oha. Jetzt wird das Licht ausgemacht. Sie hat ja Licht ausgemacht. Tschüss. Ich sehe nichts mehr. Donner? Die ist richtig angepisst. Komm hier, wohin? Zum Licht. Mach mal Licht an. Ja, geht ja nicht, weil die Sicherung rausgeklatscht hat. Tatsächlich. Wo bist du denn? Da, hier. Hier ist der Ausgang. War das jetzt ein Event mit dem Licht? Weiß ich nicht. Dann lass uns doch mal gucken gehen. Du hast auch eine. Aber ich sehe nichts. Du musst nah irgendwo dran gehen, um was zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Okay. Okay. Und tschüss. Tschüss, Donner. Bei wie viel bin ich mit der wir geistigen? Welcome back. I've got some jobs ready for you. Naja, 40. Ja, 40. 40. Erfahrung erhalten. Yeah. B oder V drücken. B oder V. Hier unten ist übrigens das Bild, was ich gemacht habe. Ich kaufe uns mal noch eine Taschenlampe, ja? Hallo? Wo? Ja, bei Kaufen. Hier unten. Unten rechts. Aber ich glaube, wir haben unterschiedliche Bilder. Muss mal gucken, ob das irgendwo ist. Das ist eine Marmorplatte. Dann such halt mal da, wo das Buch drauf ist. Würdet ihr, also ich habe jetzt noch eine Taschenlampe hinzugefügt. Ja. Damit wir halt einfach danach jeder eine Taschenlampe haben können. Ich würde auch eine kaufen. Okay. Also kaufen und dann hinzufügen. Die kostet 30, die können wir uns halt jetzt einfach mal leisten, ne? Hab ich schon gemacht. Geil. Let's rock. Moment. Job. Ah, jetzt haben wir 4 Taschenlampen. Das ist jetzt. Genau, sehr gut. Da hat jeder eine. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Wollen wir noch was? Ich kann mir nichts mehr leisten. Ich kann keinen anderen Job jetzt mehr auswählen. Das muss jemand anders dann machen. Sollen wir vielleicht die Folge beenden erstmal? Ich muss es machen. Können wir machen? Ja, dann machen wir jetzt erstmal einen Cut und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Oh, wir haben jetzt auch alle die Skins. Okay. Yay, wir haben Haut. Tschüss. Tschüss.